Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Warhammer 40k Set Spotlights. Bei mir ist die Gestalt, die ein Hybride aus Necron und Tyranniden ist. Schaut irgendwie so aus heute. Oh, je später es wird, desto mehr schaut das aus. Ich bin voll hübsch anzogen. Ja, das ändert nichts. Ich meine, nicht für dich, aber trotzdem. Na, das ist wurscht. Für euch natürlich. Eure meine sehr, sehr geschätzten Zuseher. Nachher schimpft er wieder bei euch. Nie. Ich bin Sarah Christopher und auf geht's los. Es beginnt der Seuchenwandler. Mhm. Der schaut reidig aus. Ein schwarzes Farbe. Ja. Die Todesberührung 3-1. Fluch der Wanderpocken haben die. Immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer deiner Hand wirkst, bringe die Zeugwandler aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Schon eine Karte, die okay ist. Genau, finde ich aber auch nur okay. Ich meine, Death Touch ist nice, aber sie kommen getappt ins Spiel und sie kommen halt immer wieder, wenn das Deck eh diese Fähigkeit hat. Du müssen vielleicht spielen, weil du halt einen relativ konstanten Removal-Blocker hast. Ja. That's it. Finde ich gut. Primaris Eliminator kommt dann. Mhm. Der schaut stark aus. Astartes Krieger, ein schwarzes 4-farblose, 3-2. Wenn er ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder hat er das Exekutor-Geschoss, das heißt, du zerstörst eine Kreatur deiner Wahl. Buh. Oder er hat Hyper-Schrapnell-Geschoss. Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, erhalten -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Und so wenig ich 5 Mana für einen 3-2er gut finde... Findest du die Abilities gut genug, dass du ihn magst? Genau, so gut finde ich die Abilities, dass ich ihn live uns finde. Ja. Das Vorteil ist halt, dass du auf ein Token oder kleines Deck den Wrath hast und für die eine fette Kreatur halt auch ein Removal. Ja. Und das ist halt diese Flexibilität plus ein 3-2er macht den gut. Ja. Ich finde ihn noch immer nicht super. Nein, super ist er nicht, aber gut. Weil 5 Mana halt noch immer viel ist. Ja, wenn er 4 Mana kostet, ist er halt zu stark wieder. Ja, von mir aus könnte er 4 Mana 2-1 sein. Ja, oder 2-2. Ja. 4 Mana 2-2 würde ich besser finden. Ich würde 2 Mana 3-3 auch gut finden. Ja, okay. ich würde 1 Mana 10-10 indestructible, ja, Annihilator 20. Ist, ich mein, ist genug. Immer realistisch bleiben. Du Psychomant, du. Ein schwarzes, ein farbloses. Necron-Zauberer 1-1, der fliegt. Jawohl. Und das ist der Bote der Verzweiflung auch noch. Mhm. Immer wenn der Psychomant oder ein anderes Nicht-Spielstein-Artefakt, das du kontrollierst, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird oder aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, verliert ein Gegner deiner Wahl einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Mhm. Sehr gute Ankommen. Das ist sehr gute Ankommen. Weißt du, ich habe schon öfter von diesen Combo-Rekursionen gesprochen. Immer halt mit, ja, und dann, wenn du was enttappen kannst, also pfeif auf enttappen. Der liegt und du machst halt immer wieder, spiel ich auf den Friedhof, geh in den Friedhof, spiel ich auf den Friedhof, geh in den Friedhof und du saugst einen nach dem anderen tot von deinem Gegner. Ja. Brauchst nichts weiter als diesen Trottel für 2 Mana 1-1 Flieger und dann guter gehst Bursch. Ab. Guter ja. Bursch. Vor allem mit den Kosten kannst du noch urleicht reanimate mit Unearth, ja, oder so ein Spaß. Ja. Sick. Guter Typ. Ja. Psychomant. Mhm. Dann gibt es den Königswächter. Der kostet 2 schwarze, 3 farblose, ein Necron. 3-2 hat Exhuminieren ein schwarzes, 3 farblose. Mhm. Und das ist der Phalanx-Commander. Das bedeutet, wenn der Königswächter ins Spiel kommt, erzeuge 2 getappte, 2-2 schwarze Necron-Krieger-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine. Den finde ich gut. Den finde ich auch. Kriegst du 5 Mana. Was? 9 Power? 7. 7 Power und 6 Toughness. Und dann für 4 Mana nochmal 4 dazu. Ja. Plus halt eher. Halt getappt. Ist halt ein bisschen traurig. Ja, aber das ist ja wurscht. Ich meine, ja, ist nicht wurscht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Nein, ist nicht wurscht, aber ist halt, ja. Ist schon eine sehr coole Karte. Ja. Gefällt mir auch gut. Und jetzt nichts Überragendes. Nein, ist nichts Aufregendes, aber einfach der Value ist overall einfach da, ja. Ist sehr gut. Dann gibt es den Sanguinius-Priester. Ein schwarzes 3-farblose Astartes Kleriker 2-4. Lebensverknüpfung und der hat den Blutkelch in der Hand. Der schaut echt cool aus. Der erinnert mich so an Ortshof. Der ist richtig immer geil. Wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, fügt der Sanguini-Priester einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ah, einfach ein fetter Blattartist. Blattartist. Der schießt halt auch auf ein Ziel. Der schießt auch auf Creatures. Ja. Der schon, schießt auch auf Planeswalker. Ja, der ist schon echt gut. Den finde ich gut. Ich meine, mich Kreaturen, die 2-4 sind, Lifelink haben und eine gute Ability haben, triggern mich halt, weil ich finde, ich will eh mal mich verstecken. Ich brauche nicht angreifen und seine Ability ist gut genug, dass ich irgendeinen Schaden damit anfangen kann. Ja. Das ist halt eine Karte, die mir taugt. Finde ich richtig cool. Finde ich auch cool. Gefällt mir auch sehr gut. Ist halt nur eine Ankommen, muss man sagen. Eh, aber das ist ja wurscht. Gut ist ja trotzdem.
Dann kommt der Sautek-Unsterbliche. So ein Sautek. So ein Sautek. Ein schwarzes, zweifarblos, ein Necron, 2-2. Aufblitzen hat er und Elite-Truppen sagt, der Sautek-Unsterbliche kommt für jede Kreatur, die in diesem Zug gestorben ist, mit einer +1/+1-Marke ins Spiel. Ja, gibt's, habe ich schon öfter gesehen, solche Abilities, glaube ich. Hat sich nie durchgesetzt. Ja. Ist flavorful an sich, die Karte nicht spektakulär. Ja, weil es halt, das ist halt wieder, du musst halt so viele Hoops haben. Ich meine, wenn ihr einen Wrath spielt, ist es gut, oder wenn halt irgendwas passiert, oder im Fight halt was passiert. Ja, aber. Dann hast du dann Plan. Weißt du, dieses Traum-Szenario, ich spiele für 3 Mana einen 10-10er, wird schon mal vorkommen, aber dann frisst du trotzdem das Removal. Ja, es und muss halt, der vor dir muss halt genau, wenn du im Multiplayer bist, spielt der vor dir genau den Wrath. Du haust den nach und haust halt einen Depot. Ja, und du haust halt einen um. Ja. Genau. Sautek, du, und der sagt zu dir, du Sautek. So, Fragmente des Todesboten. Jawohl. Kreatur Ktan. Oder Zitan. Ja, das sind die Shards von den Zitan. Ja. Darf ich da ein bisschen Lore wieder mal? 3 schwarz, 5 farblos, 8/8. Fliegend. Lebensenergie absaugen. Mahlzeit. Wenn das Fragment des Todesboten ins Spiel kommt und falls du es gewirkt hast, verliert ein Gegner deiner Wahl die Hälfte seiner Lebenspunkte aufgerundet. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie auf diese Weise Lebenspunkte verloren wurden. Mhm. Der kann schon ziemlich blöd sein, nicht? Ja, er kostet halt auch 8 Mana, aber deswegen ist auch 8/8 fliegend. Ja. Also er ist schon gut. Der ist schon auch richtig blöd, nicht? Ja. Jetzt erzähle ich ein bisschen was zu den Zitan. Ja, bitte. Das sind die Sternengötter und das sind ursprünglich Energiewesen, die in der Korona von Sternen gelebt haben und sie haben die Nekrotür erschaffen, eben aus lebendem Metall. Und zu ihren Fähigkeiten gehört eben die Beeinflussung von Raum und Zeit und die Manipulation von Licht und das Entladen von Energie aus ihrem Körper. Das Aufsaugen von Licht und Materie und die Änderung von äußerer Form sowie die Macht über die Gravitation. Deswegen, es gibt ein paar Schatzen, die haben alle irgendwas in diese Richtung. Ja. Okay. Also, aber waren dann eben, irgendwann haben die Nekrotür dann entschieden, sie tun aufgebären gegen den und sind dann zu den Nekros geworden und die Necrons. Haben Necrons und die haben die dann sich gefetzt. Das tut mir leid. Mhm. Das ist der nächste Shard. Ja, das ist das Fragment des Drachen. Mhm. Der schaut richtig gut aus. Das ist eine richtig tolle Karte. 3 schwarze, 4 farblose, 7/7 fliegend. Speer des Drachen. Immer wenn das Fragment des Drachen angreift, opfert jeder Gegner eine bleibende Karte, die kein Land ist. Und er hat Materieabsorption. Immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt oder aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, lege 2+1/+1 Marken auf das Fragment des Drachen. Ja, der ist halt schon auch gut. Ich wollte gerade sagen, der hat halt das drauf, jeder Gegner opfert eine Kreatur, eine Karte, die kein Land ist. Der ist halt schon richtig gut. Ich meine, der kostet halt auch 8 Mana. 7. 7 Mana ist halt für 7/7. Schaut halt richtig gut aus. Er schaut halt richtig cool aus. Also weißt du, das Artwork ist schon so mega. Ich bin immer bei so ultra teuren Karten, die müssen halt das Spiel allein gewinnen können, finde ich. Ja. Das kann er natürlich schon machen, weil er fliegend ist, was wegnimmt und fetter wird. Sicher bin ich mir trotzdem nicht. Mhm. Ich sag's, wie es ist. Ich finde das Artwork am geilsten eigentlich. Ja. Dann gibt's Skorpek Destruktor für 2 schwarze, 2 farblose, Necron. Todesberührung 4-2. Der hat Hyperphasendrescher. Das bedeutet, immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der Skorpek Destruktor Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Jawohl. Das passiert wahrscheinlich in dem Deck des Öfteren. Overall die Karte Mittel. Ja, ich meine, dass die ein 4-2 Death Touch First Strike ist schon eine Ansage, weil den kannst du halt nicht blocken. Ja, ist ja okay. Nein, den kannst du nicht blocken. Mit was willst du denn blocken? Nein, willst du den nicht machen. Den kannst du wegschießen. Nein, First Striker. Ja, ja, okay. Gut. Punkt für dich. Aber trotzdem willst du es nicht machen. So, dann kommt der Skorpek Lord, das ist der Adliger Necron. Jawohl. Ein schwarzes, farblose 3-2, der ist bedrohlich und der hat Kommandoprotokolle. Und zwar andere Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und haben Bedrohlichkeit. Das finde ich auch gut. Der ist sehr gut. Exhuminieren, ein schwarzes, farblose. Bei dem stimmt einfach alles. Ich meine, ein Lord, der Menace gibt, ist halt blöd. Sick. Ist halt sick. Ja. Ich meine, er gibt halt nur Power, nicht Toughness, aber das ist ja Alter. Wurscht. Stell dir vor, du hast so 4-2-2, die dann auf einmal alle 3-2 sind und alle Menace haben. Na, block die einmal. Zusammenschieben interessiert keinen mehr. Das ist halt richtig nice.
Geiler Typ. Ja, und dadurch, da ist das Exhumieren auch cool, weil da kannst du halt, sogar wenn er stirbt, ihn nochmal rausholen, um ihm diesen One-Shot-Swing zu machen. Viel Spaß beim Lesen. Sloppity Bile Piper. Und das auf einer deutschen Karte. Sloppity Bile Piper. Das lacht etwas aus. Bile Piper vielleicht. Vielleicht Nein. ist es Sloppity Bile Piper. Aber der heißt auf Deutsch und Englisch gleich, also das wird schon so passen. Sloppity Bile Piper. Auf Wienerisch heißt er Bile Piper. Ein schwarzes, drei farblose. Dämon, 3-3. Fröhlicher Dudelsack. Na dann. Ich wusste, was deppert, das kommt von deiner Seite. True. Zwei Tapfen, opfere eine Kreatur. Der nächste Kreaturenzauber, den du in diesem Zug wirkst, hat Kaskade. Das Setup ist halt schon wieder so Aber da kannst du irre, eine, kannst auch einen Token opfern. gell? Ja, das stimmt. Und es ist billiger als irgendwas Ja, aber anderes. jeder Creature-Zauber kostet dann nochmal zwei mehr. Nicht? Genau, aber dafür das Cascade. Ja. Ja. Joey, ich bin eh bei dir. Es haut mir auch nicht vom Stocker. Ja. Overall weirde Karte. Ja, auch das Artwork ist weird. Ja, alles. Es ist. Ja, Ja. danke. Gerne. Dann gibt's verwesertes Nörgel. Astartes Krieger. So eine Krätzen, der war gut einmal. Ein schwarzes, zwei farblose, zwei, drei Lebensverknüpfung. Der hat den siebenfältigen Gesang. Das bedeutet, zu Beginn deines Endsegments und falls eine Kreatur in diesem Zug gestorben ist, ziehst du eine Karte und verlierst 1 Lebenspunkt. Falls sieben oder mehr Kreaturen in diesem Zug gestorben sind, ziehst du stattdessen 7 Karten und verlierst 7 Lebenspunkte. Ich finde, Ja. was diese Karte richtig cool gemacht hätte, wäre die Ability gewesen, falls sieben oder mehr Kreaturen in diesem Zug gestorben sind, ziehst du stattdessen 7 Karten und bekommst 7 Ja. Lebenspunkte. Dann Ja. wäre das, Ja. oh, Ja. richtig sick. Sehe ich auch so. Ja? Weil so ist es halt, okay, es skaliert halt Von 1 nicht auf von 7. 1 auf 7, aber 1, 1, 1, 1, 1, 7. ja, aber Aber ja, wenn du die Leben dann bekommen hättest, dann ich sage, okay, das ist das Setup halt richtig wert. Ja, genau. Das ist halt, aber ich meine, selber ist er 2-3 für 3 Mana mit Ist Lifelink. okay. Die Ability ist auch okay, Ist okay. nur das Ultimate der Ability ist halt nichts Ja, Besonderes. ja. That's right. Schade, hätte ich wieder designen müssen. Warum schicken Sie mir nicht die Karten? Dann Christopher, schau noch mal kurz drüber, was fällt da auf? Das muss nicht. So. Technomant. Das bin ich Disco. Aber du bist auch Disco. Disco, Disco, Party, Party. Zwei Schwarz, fünf Farblos. Necron Zauberer, 5-1. Was sind das für Stats? Wenn der Technomant ins Spiel kommt, millst du drei Karten und bringst dann eine beliebige Anzahl an Artefakt-Kreaturenkarten mit Gesamt-Mana-Betrag 6 oder weniger aus deinem Friedhof in Oha ins Jetzt Spiel zurück. hast du es. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Kostet halt 7 Mana, kriegst du aber ein 5-1er plus Artefaktkreaturen für 6 Mana. Ja. Ja, den finde ich ziemlich gut. Das kann schon arg sein. Da ist Nachtschichtlevel angesagt. Wenn der kommt, boom, alle auf die Tanzfläche. Technomant, alle auf die Tanzfläche. Geil. Flavor, win. Ja, seht ihr da gerade unten eh diese ganzen Viecher Sag, aussehen? krauchen, Burschen. Geil. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Gefällt mir echt. Da sind die 7 Mana auch. Eh, weil du kriegst Ich für sag. ein Mana praktisch den 5-1 und für 6 und dann kriegst du noch Ja. andere Kreaturen für 6 Mana. Ja. Du kannst halt ein Gierhalk Retour zahlen. Das kannst du machen, ja. Der schwarze Gierhalk kostet halt 6 Mana. Ja, das stimmt. Da kannst du raffen. Also nein, kannst du zerstören, kriegst Leben, ist der schwarze Für Gier. 7 Mana kriegst du. Ja, bockt's gerade gar nicht. Bist deppert? Ist halt richtig gut. Ja, ist Ich richtig lese gut. den jetzt zum dritten und vierten Mal, ob ich eh nicht mich falsch und dann der Zuschauer in der Krise, kann ich wieder nicht lesen. Ja. Das hast du falsch gelesen. Du Nein, Opfer. das hast du richtig Nein, das habe ich gelesen. richtig gelesen. Ja. Du millst drei Karten, bringst dann eine beliebige Anzahl an Artefaktkreaturenkarten mit Gesamtmanabetrag 6 oder weniger. Ja. Du holst den schwarzen Gierhalk und lass dich feiern. Ja, gibt sicher Sachen, wo es da zwei, drei Sachen holst und auf einmal kombost. Wurmkönigin. Aber Nein, auch nice, ja. nein, wenn du das spielst, willst du sowas holen. Weiß ich So. nicht. Dann ist der Krieg im Himmel. Gibt es da Lore dazu? Ja. Das habe ich gewusst. Drei schwarz, drei farblos. Ist eine Sage. Eins ist, du ziehst drei Karten und verlierst drei Lebenspunkte. 2, du millst 3 Karten. 3, bestimme bis zu 3 Kreaturenkarten deiner Wahl mit Gesamtmanabetrag 8 oder weniger. In deinen Friedhof bringe jede von ihnen mit einer Necrodermis-Marke ins Spiel zurück. Sie sind zusätzlich zu ihren anderen Typen Artefakte. Finde ich sehr gut, die Karte.
Ja. Ist halt 6 Mana, ist halt viel. Ja. Aber dann ziehst halt gleich 3 Karten, dann millst dich noch einmal, was eh leiwand ist. Und dann holst du was zurück auch Und noch. dann holst halt bis zu 3. Ja, mit 8 Mana dann, nämlich Worth. Ja. Da hast du wieder 2 Mana plus gemacht, hast aber Karten gezogen und dein Setup gehabt. Ja. Ist auch nice. Geil. Also, Tell me your lore. der Krieg im Himmel ist eine lang vergessene Auseinandersetzung zwischen den Nekrotyr und den Zitan gegen die Alten. Also die Elder sind praktisch die Space-Elfen von 40k. Und die Alten waren eine weit fortgeschrittene, psionisch sehr mächtige Rasse, die die Nekron aber das Wissen um die Unsterblichkeit vorenthalten wollten oder auch vorenthalten haben. Und am Ende wurden fast alle Alten zerstört. Und aber im Zuge dieses Krieges schufen die Alten viele Völker, die später die Galaxie dann bewohnt haben, eben um sich da Verbündete ursprünglich zu holen, aber in Wirklichkeit hat es sich dann eh, hat es dann eh in den Hintern gebissen, Hat sozusagen. sich's erledigt, nicht? Ja. Dann gibt's ihr Name bedeutet Tod, der kostet 6 Mana mit 3 schwarzen Hexerei, zerstöre alle Nicht-Artefakt-Kreaturen. Ist eine sehr gute Karte im Artefakt-Kreaturen-Deck. Offensichtlich. Sonst Nicht so. wertlos. Sonst ein bisschen zu teuer, ja. Ihre Zahl ist Legion. Das ist kein Deutsch. Nein, das ist kein Deutsch. Das ist aber auch nicht nötig. 4 Schwarz X Hexerei. Erzeuge X getappte 2/2 schwarze Necron-Krieger, Artefaktkreaturen, Spielsteine. Dann erhältst du so viele Lebenspunkte dazu, wie du Artefakte kontrollierst. Schicke ihre Zahl. Okay. Schicke ihre Zahl ist Legion ins Exil. So. Du kannst ihre Zahl ist Legion aus deinem Friedhof wirken. Ja, falls du ihn gemildert hast, was ja sehr passend ist, weil du ja Ja, sehr gute Karte. Fällt mir gut. 4 ist halt. schon viel Ist halt brutal. Basis Mana Kosten sozusagen. Für 5 kriegst du halt einen. Ja, aber du gehst halt auch live. Ja, du kriegst für 5 Mana Naja, mehr als ein Leben, weil du willst die mehr Artefakte Leben. Ja, kontrollieren. ja. Ja. Sag mal, du kriegst 4 Leben und machst einen Burschen. Ja, war noch immer nicht geil. Ja. War noch immer nicht geil. Aber ist nicht ganz so geil, die Karte. Ja. Schauen wir weiter. Wir sind nicht fertig. Die Gruftklinge ist als nächstes da. 2 schwarz, 4 farblos, Necron, 5/4 fliegend, hat Exhumieren 8, davon 2 schwarz. Immer wenn die Gruftklinge einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert er so viele Lebenspunkte, wie er Kreaturen kontrolliert, es sei denn, er opfert eine Kreatur. Finde ich interessant. Finde ich jetzt nicht unbedingt sehr gut, aber finde ich ein interessantes Design. Ja, ich meine, was die Ja, du machst zuerst einmal 5 Damage, okay? Genau. Boom, 5 Damage sind einmal da. Und dann hast du noch 3 Kreaturen, oder sagen wir, du hast 4 Kreaturen. Nein, wie er kontrolliert. Er hat Nein, fünf ich sage ja, Kreaturen. dann hast Ja, er, der genau, Gegner, er hat 3 er. Kreaturen, dann kriegt er noch einmal 3 Damage, oder er opfert einen Kollegen davon. Genau. Davon wird er vielleicht den schlechtesten opfern, weil er 3 Damage nicht nehmen will. Ja. Obwohl in den Anfangsturnen wird es ihm wurscht sein, aber du machst halt einfach 8 Damage mit diesem Heinze. Das, ja, also macht potenziell 8 Damage. Er muss den Kampfschaden mal dem Spieler zufügen. Also der darf nicht gejumpblockt werden. Weißt du, er kann auch einfach Ja, sagen, na eh ich schon. jumpblock mit einem 1-1er Flieger, dann ist das überhaupt Ja, nicht schon geopfert klar. und ich habe keine 5 Damage. Die Sache ist, er kann halt auch immer die schlechtesten Kreaturen opfern, ist ja Ja, klar. Also so also. einsam. Aber ich finde, ist wie gesagt, auch ein sehr cooles Design. Ja, das am coolsten an dem Design finde ich das Artwork. Das Artwork finde ich überhaupt gut. Ja. Dann gibt's Thrasin, der Unendliche. Für 2 schwarze, 4 farblose. Legendär ist der Kollege. Ist auch ein Necron, ist 4/6 und Todesberührung. Und der hat die prismatische Galerie, der ist nämlich Kunstsammler. Geschimpft, fast. Ich Solange habe dann Lore zu ihm. Thrasin, der Unendliche, ins Spiel ist, hat er alle aktivierten Fähigkeiten aller Artefaktkarten in deinem Friedhof. Genau. Willst du jetzt die Karte machen? Saugute Karte. Genau. Alle Fähigkeiten aller In Artefaktkarten. Da deinem steht nicht nur Friedhof. Kreaturen. Ja. Das ist alles. Ja. Wenn der Soling drin ist, macht er einfach 2 Mana. Genau, aber da geht es. Aber wenn es halt. Es müssen ja nicht aktivierte Fähigkeiten. Aber ja, aktivierte Doch, müssen Fähigkeiten, ja. aktivierte Fähigkeiten Okay. sein. Ja, trotzdem. Da gehen sich ja orge Sachen mit ihm. Der macht ganz viel. Also prinzipiell ist das ein Necron-Hochlord und er hat in der Lore eine einzigartige und gewaltige Sammlung von Artefakten aus der Geschichte der ganzen Galaxie. Und er konserviert scheinbar unglaublich gefährliche Warp-Kreaturen und auch Überreste von bedeutenden menschlichen Personen. Also irgendwie ist der der harte Collector. Das ist der richtige Magic Collector, verstehst Ja, das ist du? so, Der das sammelt ist sie alle, ja, so wie die Artefakte. ausgestopften Dachse im Kunsthistorischen Museum in Wien. Nicht?
Man kann auch sowas sammeln, ja. Bin ich jetzt nicht so der Fan, aber warum auch nicht, ja. Du kannst dir einen ausgeschafften DAX für 500 Euro im Internet kaufen. Haben wir heute nachgeschaut. Macht ihr irgendwas in der Haken? Außer das war in der Pause. Ja, will ich jetzt auch sagen. Wirklich, falls du einen willst, ich weiß auch, ausgestopfte DAX bekommen. Ich will keinen ausgestopften DAX. Schlecht für dich. Du bist der DAX-Fan. Ja, ich habe schon überlegt. Triarchat. Was ist falsch mit dir? Prätorianer. Na, willst du keine ausgedacht? Nein! Alter, was mit dir? Alter? Ja, ich bin normal halt. So, machen wir weiter. Es wird nichts mehr mit dir. Triarchat Prätorianer. Ein schwarzes, ein farbloses. Necron. Alter. Fliegen 2-1. Dynastie. Entschuldige. Codices. Mhm. Was ist denn Codices? Keine Ahnung. Wenn der Triarchat Prätorianer aus einem Friedhof ins Spiel kommt, ziehst du 2 Karten und verlierst 2 Lebenspunkte. Mhm. Exhuminieren. Ein schwarzes, 4 farblose. Mhm. Ah, guess what? Lurus. Ja, cool. Hallo Freunde, mein Name ist Lurus, ich hole Sachen aus dem Friedhof. Ja. Also ich finde, ohne die Exhumieren bietet die eigentlich voll solide. Für 2 Mann einen 2-1 Flyer, ja. Der die 2 Karten zieht. Ist voll in Ordnung. Er muss aus dem Friedhof ins Spiel kommen. Blöd. Du musst den halt immer wieder säcken und immer wieder Retour holen. Lurusieren. Lurusieren oder Serra Paragornen. Serra Paragornen ist natürlich auch sehr schön. Ja. Ja. Es gibt halt schon viele Möglichkeiten. Du musst halt, theoretisch musst du schwarz-weiß sein. Ja. Das musst du uns so viel Lurus. Blödes. Ja. Du musst halt immer säcken und dann wieder Retour holen mit Lurus. Ich meine, dass der erst 2-1 sagt, Jump blockt halt auch freudig dahin und kommt dann halt so wieder. Ja. Hallo, E-Beams. Ja. Dein Prätorianer. Genau. Ich bringe dir 2 Karten. Ah. Ja. Er ist okay. Okay. Ja. Finde ich auch. So, dann gibt es den Triarchat Jagdläufer. Mhm. Der ist auch ein Necron. Kostet 2 schwarze, 3 farblos. 4-5. Und der hat das Zielrelais. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du einen Gegner. Kreaturen. Die den zuletzt bestimmten Spieler angreifen, haben Bedrohlichkeit. Eine gute Karte. Ja. Eine gute Karte. Das also, wir haben ja beim letzten Set Spotlight haben wir ja schon bei Dominaria United haben wir bedrohlich diskutiert, dass die Fähigkeit heavy underrated ist, weil du halt so schnell Spiele damit beenden kannst. Ja, weil das nicht faktisch unblockbar haben, aber an einem gewissen Punkt einfach frech ist. Und das Gemeine ist halt, dass du da einen deiner Gegner zum Ziel für alle machen. Ja. Das ist halt super für so ein Deck mit, wo du vielleicht auch die Leute anstachelst. Ja. Ja, stachelst an bah. Und sagst, und aus dem auf ihn ist Menace. Hast du auf Matthias Hauser gezeigt? Ja, immer. Oder eigentlich zeige ich noch, eigentlich habe ich einen Doppler gezeigt, weil er sitzt vor mir, aber es wird auch passen. Ja, finde ich ganz cool. Ja. Gefällt mir ganz gut. Ist das die letzte schwarze Karte? Jawohl. Der Venomcrawler ist das. Mhm. Dein Schwarz, 3 farblos, hat Lebensverknüpfung, 2-2 und ist ein Seelenverschlinger. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, lege eine +1/+1 Marke auf den Venomcrawler. Mhm. Jo. Same hier mit dem anderen Typen, der +1/+1 Marken kriegt. Kann cool sein. Was mir in dem besser gefällt, ist, dass du halt jetzt nicht das coole Setup brauchst. Du spielst halt irgendwann, hast halt ein 2-2 mit Lifelink, was nicht aufregend ist für 4 Mana. Nein. Aber es stirbt schon irgendwann was und dann wird einfach besser. Ja. Ja, und wenn du halt selber was opferst, weil wir haben ja gesehen, es gibt einige Möglichkeiten, was genau, zu opfern. Genau, du kannst einige Sachen opfern. Dann kann er halt Blatt. Dann wird er Blatt. Und nebenbei ist ein Dämon und wir haben ja dieses Dämonen-Deck. Ja, und schießt den Gegner noch in die Goschen, wenn er kommt. Genau. Sehr schön. Out. Ja. Wir sind fertig mit den schwarzen Karten. Jawohl. Ich habe sehr viel Spaß gespart. ich hoffe, weil du ihr ausgestopfte Dachse magst, du Perversling. Ich will die anschauen, ich will die nicht angreifen, Alter, irgendwie. Ich will es nicht wissen, was du mit den Dachs machst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Beileid, dass ihr Patrick Portelli zuhören willst. Ihr könnt es natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitragen, uns auf Patreon unterstützen. Aber ich vergesse in den letzten Folgen. Und natürlich für jegliche sofortige Information eines neuen Video-Releases könnt ihr das Glockensymbol anklicken. So schön. Da hat sogar sein Bing vergessen. Ja, das habe ich einfach so stehen lassen müssen. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ba. Alter, ausgestopfte Dachs. Geht's noch? 500 Euro kostet das. Ja, was macht man damit? Das ist doch nur...